Hallo, ich bin Philipp, das ist Digi Fernunterricht und in dieser Folge möchte ich kurz über meine ersten Erfahrungen im Hybridunterricht berichten und eine Lerneinheit vorstellen, an der ich gerade mit einer Klasse arbeite, die in diesem Hybridunterricht ist. Was ist mit Hybridunterricht gemeint? Es ist gemeint, ein Teil der Klasse ist präsentisch im Schulzimmer anwesend und kann so Unterrichtsgespräche durchführen, vor Ort lernen, während ein anderer Teil der Klasse noch zu Hause ist und im Distanzunterricht, im Fernunterricht weiterhin lernt. Bei mir an der Schule ist es so, dass es Halbklassen sind. Die Hälfte der Klasse ist anwesend, und zwar jeden zweiten Tag. Also die erste Woche ist Gruppe A Montag, Mittwoch, Freitag in der Schule, Gruppe B Dienstag, Donnerstag. In der zweiten Woche wechseln die Gruppen. Gruppe B ist dann Montag, Mittwoch, Freitag. So kann der Stundenplan beibehalten werden. Meine Deutschstunden finden aber alle nur an Montag, Mittwoch und Freitag statt, sodass ich dann jeweils eine Woche lang die Halbklasse A habe und in der zweiten Woche die Halbklasse B, so mit ihnen ein bisschen an etwas dranbleiben kann, während die andere Gruppe noch etwas länger zu Hause arbeitet. Jetzt, vielleicht muss man noch anfügen, eine Schülerin dieser Klasse kommt gar nicht in die Schule, weil ein Angehöriger zur Risikogruppe gehört. Und das muss natürlich auch noch ein bisschen mitbedacht werden. Also ich kann grundsätzlich nichts machen im Präsenzunterricht, was man nicht verpassen oder irgendwie anders nachholen darf. Ich denke, das merkt man dann vielleicht auch, wie das mitgedacht wird, wenn ich das jetzt kurz durchgehe. Was ich mache, ist, ich mache ein Podcast-Projekt und eigentlich verfolge ich so drei Schienen. Das eine ist, ich möchte, dass die Klasse ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche deutschsprachige Podcasts kennenlernt, so gewisse Erwartungen an Podcasts aufbaut, gewisse Hörgewohnheiten. Und mein Ziel wäre natürlich auch, dass die Schülerinnen und Schüler beginnen, gute Podcasts zu hören. Das wäre so wie Lesen auch als Genuss, sollte Podcast hören dann so ein Genuss werden, mit dem man sich auch informieren kann. Der zweite Strang oder die zweite Ebene des Unterrichts wäre, dass es so gewisse Analysewerkzeuge, vielleicht auch so historische, mediengeschichtliche Einblicke in die Genese von Podcasts, in die Gemachtheit von Podcasts gibt, dass die Klasse versteht. Das ist nichts, was es einfach so gibt, was auf eine bestimmte Art und Weise sein muss, sondern es ist gestaltet, welchen Mechanismen folgt das, welche Gestaltungsmöglichkeiten, welche Beurteilungskriterien gibt es. Das wäre so ein bisschen die analytische Ebene. Und der dritte Punkt wäre dann einen eigenen Podcast herstellen. Und das machen wir jetzt als Klasse ganz gemeinsam. Ich habe ein Thema vorgegeben. Das Thema ist die Erfahrungen während der Corona-Zeit. Und da gebe ich so verschiedene, man würde vielleicht sagen, Creative Writing Prompts. Also ich gebe jetzt Creative Podcasting Prompts, wie die Gruppe, die jeweils zu Hause ist, pro Woche mindestens eine Folge aufnehmen kann, sodass dann eigentlich so 10, 12 Folgen pro Woche entstehen. Und bis zu den Sommerferien ist das eine ganz schöne Sammlung von Hörbeispielen aus der Klasse, die dann im Idealfall natürlich jede Woche ein bisschen besser, ein bisschen bewusster werden. Jetzt seht ihr, dass ich dokumentiere das auf einer Seite. Ich habe das auch schon kurz gezeigt. Die Seite verlinke ich natürlich unten. Ich habe das schon gezeigt, als ich Teams und die Integration von externen Websites, also das ist offen im Netz, was jetzt hier steht. Da steht auch nichts Persönliches drauf. Deshalb kann ich es auch verlinken. Und es ist in Teams drin, dann noch mit Aufträgen gekoppelt, die dann nur für die Klasse sichtbar sind, die man jetzt hier nicht sieht. Also der erste Auftrag war einfach eine Podcast-App zu installieren auf dem Handy. Das ist soweit selbstverständlich. Und dann geht es weiter auch mit bestimmten Höraufträgen, dass man sich einen bestimmten Podcast anhört. Ich habe hier jetzt, also ich habe zuerst die Literatur verlinkt und habe schon eine andere Seite für eine andere Klasse gemacht, wo so Einführung, so Definitionen, was ist ein Podcast, wo das draufsteht, das habe ich jetzt gar nicht mehr groß bearbeitet, aber das ist hier verlinkt als Einführung und habe dann Dokumente, also die Arbeitsmaterialien, die ich abgebe, kann man sich hier runterladen in PDF-Form.
Dann habe ich mit ersten Beispielen begonnen. Eines davon haben wir gar nicht gehört, das müsste ich dann noch löschen, weil das unten nochmal vorkommt. Und dann kommen immer wieder Beispiele vor. Ich verlinke sie auf Spotify, weil das der Dienst ist, den die Schülerinnen und Schüler am intensivsten nutzen. Es ist nicht ganz schön, Podcasts über Spotify wahrzunehmen, aber die reine Lehre ist jetzt hier leider nicht mehr möglich oder ich verzichte ein bisschen darauf. Deshalb diese Spotify-Links, dass man es auch gleich abspielen kann auf der Seite. Und versuche dann die Beispiele so zu gestalten, dass immer wieder andere vorkommen, aber Themen vielleicht von mehreren Seiten gestreift werden. Das zeige ich dann auch. Aber eigentlich ist es so, die Klasse, die zu Hause lernt, die nicht in die Schule kommt, die sollte sich eigentlich auf der Seite alles ansehen können und vielleicht haben die dann auch was gehört, was in ihren Stunden dann nicht mehr vorkommen sollte. Deshalb verzichte ich darauf, jetzt eins zu eins die Stunden zu wiederholen. Das ist ohnehin etwas, was ich gar nicht mag, Stunden wiederholen, auch nicht bei Parallelklassen. Also ich mache eigentlich nie dieselbe Stunde zweimal, weil es mich auch langweilt, mir dann mit der Klasse nochmal eine Podcast-Folge anzuhören, die ich schon mal mit der Hauptklasse besprochen habe. Aber natürlich wäre das auch denkbar, ich mache es jetzt einfach nicht so. Also das ist jetzt die erste Folge, die wir gemeinsam wirklich ein bisschen intensiver besprochen haben. Haben dann, weil es gerade aktuell war, von Davut Wandi auch noch ihren Text zu Haftbefehl gelesen, um das ein bisschen zu vertiefen, sie auch ein bisschen besser kennenzulernen, was ihre Arbeit ist in Bezug auf Rap und wie sie sich da positioniert. Dann ist hier der Podcast der Klasse schon online. Also wer sich jetzt dafür interessiert, was macht jetzt die Klasse genau, kann hier draufklicken und sieht dann all die Folgen, die jetzt schon entstanden sind und die immer weiter auch entstehen werden. Dann haben wir hier einen schweizerdeutschen Podcast gehört und wer sich mal anhören möchte, wie Zürichdeutsch klingt, kann das hier tun. Wenn wer denkt, dass ich würde Schweizerdeutsch sprechen, nein, das tue ich nicht. Das ist leider das beste Hochdeutsch, was ich sprechen kann. Ich wünschte, es ginge besser. Ich kann es leider nur nicht. Und wenn ich da mal ganz, ganz viel Zeit habe, dann mache ich mal einen Kurs, um das richtig zu lernen. Aber im Moment ist es das Beste, was ich kann. Und jetzt heute steht der Wechsel der Halbklassen an. Das heißt, nach drei Sitzungen mit der einen Halbklasse kommt jetzt heute die andere, die schon Podcast gemacht hat, ins Schulzimmer. Und die Idee ist natürlich, dass die Halbklassen über das Projekt auch miteinander verlinkt sind. Also die geben sich immer gegenseitig Feedback auf ihre Folgen. Sie hören sich an, was die anderen machen, die nicht hier sind. Und so sollte ein Klassengefühl etwas bestehen bleiben durch dieses Projekt, obwohl sich die ganze Klasse gar nicht sieht. Und heute hören wir uns jetzt das Thema hier war, dass es so eine kanakische Identität gibt oder eine Identität als Ausländerin oder Ausländer ist ein Thema, was die Klasse schon beschäftigt hat. Wir haben Herkunft von Stanisic gelesen im letzten Semester. Das ist dort schon sehr intensiv diskutiert worden. Und jetzt möchte ich das zeigen, dass es hier auch das als Podcast-Thema gibt. Und wir hören uns heute jetzt aus der kanakischen Welle diesen Reiseknicke an. Und die Aufgabe, die dann folgt, ist dann eine etwas längere, nämlich sich einen Storytelling-Podcast auf Deutsch, anzuhören. Und da vielleicht noch eine Bitte an euch, wenn ihr gute Podcasts kennt auf Deutsch, in denen Geschichten erzählt werden, die nicht Interviews oder Gespräche sind, dann bitte her damit mit den Tipps. Ich finde da wirklich nur ganz, ganz wenig dazu. Und ja, denke, mit dem Format könnte man noch einiges leisten. Ich möchte es gerne auch mit der Klasse ausprobieren und da ein bisschen Vorbild oder Beispiele zu haben, das würde wirklich helfen. Nur gibt es so im Rahmen des so Radiolab, NPR, was da gemacht wird auf Englisch, da gibt es auf Deutsch aus meiner Sicht nur sehr wenig und deshalb bin ich immer froh, wenn es noch Tipps gibt. Soweit die aktuelle Dokumentation. Ihr seht, die Seite wächst, also ich kann hier nur Edit Page drücken und dann kommt die nächste Sitzung. Also am Mittwoch wird dann schon stehen, fünfte Sitzung, 17. Juni und dann geht das so weiter bis zu den Sommerferien. Ich danke euch fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.